Duell zweier ambitionierter Mannschaften in Liga 3, Ingolstadt und Waldhof Mannheim am 8. Spieltag. Trainer der Ingolstädter Rüdiger Rehm, als Spieler 4 Jahre für den Waldhof gespielt, braucht nach 4 Spielen ohne Sieg die Trendwende. Ein Spiel, die Ingolstädter in Rot und Schwarz gut drin, aber das Ganze ausgeglichen. Guter Ball in die Spitze, da ist Testrot und Dumboja mit dem Abschluss und Cello Segert rettet kurz vor der Linie für seinen bereits geschlagenen Schlussmann Morten Behrens. Aber gut ging's schnell nach vorne bei den Schanzern und dann wirkt der Ball erst verloren und trotzdem nochmal gut rüber von Testrot. Beide Mannschaften voll angemeldet und mit Torchancen. 20. Minute. Schnatterer heute wieder von Beginn an mit dabei auf Jans und da kommt Ekincia! Bringt den nicht aufs Tor, aber was für eine Gelegenheit auch und ein guter Spielzug. Der Bube fast zur Führung. Ingolstadt versucht wieder irgendwie in die Erfolgsspur zu kommen und macht das nicht schlecht. Testrot auf den Ex-Waldhöfer Kostli. Der wird gehalten von Schnatterer und regt sich auf. Und wir sehen zu Recht die Proteste. Da hat es auch schon 11 Meter gegeben. Chancen hüben wie drüben. Man konnte gar nicht groß durchschnaufen. Immer wieder war was möglich in dieser Partie. Ekincia, Dominik Martinovic. Martinovic! Und kommt nicht vorbei an Marius Funk. Auch er bis dahin ein bisschen abgemeldet. Und dann zur Halbzeit ordentlich Regenschauer. Die Waldhof-Fans, knapp 500 waren gekommen. Denen war es egal. Die gaben weiter Gas auf der Tribüne. Zweiter Durchgang. Ingolstadt am Anfang besser drin. Das ist Franke und an den Pfosten. Dominik Franke heute im linken Mittelfeld aufgeboten. Kommt nicht dran vorbei. Davor auch Sapai mit dem geblockten Schuss. Aber hier, der hätte passen können bei jetzt natürlich rutschigem Boden bei veränderten Platzverhältnissen. Dann die 67. Ball erst wohl nicht im Seiten aus. Und dann kommt da das Halten und Ziehen von Marco Höger gegen Arian Logiki. Was macht der Schiedsrichter? Was macht Dr. Robin Braun? Er zückt die rote Karte gegen Höger. Der dreht sofort weg, kann es nicht glauben. Natürlich gibt es dann Halt, natürlich gibt es dann Zerren. Aber er ist eben mitnichten der letzte Mann. Denn Riedel ist ja auch mit dabei. Sei es zum Freistoß, gibt es auf jeden Fall zurecht. 69. Das ist Tobias Beck. Tobias Beck! Was für ein Freistoß über die Mauer hinweg. Und da macht er sein 5. Tor im ersten 6. Spiel für den FC Ingolstadt. Und trotzdem, der Waldhof steckt nicht auf. Bis zuletzt auch mit einem Mann weniger auf dem Platz. Voll dabei. 3 Minuten vor Schluss. Das ist Kota. Und da ist die Hand im Spiel von Marcel Kostli. Aber er stützt sich ja ab. Und da sagt das Regelwerk, das ist dann nicht zu ahnden. Trotzdem. Die Bube mit dem Mut der Verzweiflung. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Da ist Daniel Keteruel und der trifft nur den Pfosten nach der Flanke von Bentley Baxterbahn. Also noch was möglich gewesen für den Waldhof, aber so bleibt es beim 1-0 und dem Sieg für die Schanzer. In der zweiten Halbzeit kam dann Regen dazu, rote Karte dazu, traumhaftes Freistoßtor dazu. Also da war dann wirklich auch alles drin. Und die Unterzahlmannschaft hat zum Schluss dann auch nochmal alles versucht, um das Ding nochmal zu drehen. Es gab eben die 2 strittigen Szenen in dieser Partie, worüber sich die Waldhöfer auch ärgerten. Und vor allem diese rote Karte, da ist Riedel, der zweite Innenverteidiger, mit dabei. Deswegen war es auch eine Fehlentscheidung. Ich hatte in meiner langen Karriere und ich habe an vielen Orten gespielt und mit vielen Schiedsrichtern zu tun gehabt, keinen Platzverweis gehabt. Und jetzt spiele ich in der 3. Liga und kriege hier einmal glatt rot. Ich glaube, die Schiedsrichter sind dann auch gerade heute eher ein bisschen Opfer von allem, weil wir hier keine Videoschiedsrichter haben und das ist eine spielentscheidende Szene. Ich glaube, der VAR wäre da eingeschritten, da hätte es gelb auch getan. Ist ein handelsüblicher Zweikampf in meiner Meinung. Der Waldhof nicht zufrieden mit den Entscheidungen des Unparteiischen und entsprechend enttäuscht. Die Schanzer korrigieren den Negativtrend und fahren in einem ausgeglichenen und umkämpften Spiel 3 Punkte ein.